Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Kaffee mit Sashi. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wenn ihr das erste Mal bei mir hier auf dem Kanal seid, dann abonniert mich doch gleich mal und aktiviert auch das kleine Glöckchen, denn dann bekommt ihr über jedes hochgeladene Video eine Information und verpasst nichts mehr. Ja, hier ist mein Kaffee, den habe ich mir parat gestellt, wie immer in meinen Videos. Den trinke ich jetzt mit euch gemeinsam. Ich hoffe, ihr habt euch auch was Kleines zurückgestellt, zurechtgestellt, dass wir ein bisschen zusammen schnacken können. Heute dreht es sich mal wieder um James Bond, der ja auf meinem Kanal einen großen Teil auch einnimmt meiner Videos, weil ich halt ein Bond-Fan bin und das schon seit Kindheit an. Heute geht es allerdings einmal nicht um die Filme, die ja 1962 mit James Bond Jagd Dr. No begannen, mit Sean Connery in der Hauptrolle. Heute geht es um die tatsächlichen Romanvorlagen von Ian Fleming, die er geschrieben hat. Und es sind 14 Stück, wie ihr seht, wobei zwei davon Kurzgeschichtenbände sind. Darauf gehen wir aber gleich ein. Wir gucken uns jedes Buch einmal an, von allen Seiten blättern einmal rein. Ja, und hier seht ihr schon, in welcher Edition ich mir die Romane zugelegt habe. In einer wirklich wunderschönen Edition. Wenn sie so im Regal steht, dann seht ihr immer, als Oberst steht James Bond an der Seite, dann 007, dann die Nummer des Buches. Und dann kommt das Gesicht der Protagonistin, sprich der Hauptfigur, der weiblichen Hauptfigur. Und ganz unten ist dann der Titel des Buches und der Autorname Ian Fleming. Und wenn ihr genau hinschaut, dann seht ihr auch, dass die Bücher tatsächlich abgenutzt aussehen, gebraucht. Und genauso muss das aussehen. Ich habe sie mittlerweile schon zweimal durchgelesen. Und von daher, so muss ein Taschenbuch meines Erachtens nach aussehen. Vorweg einen kleinen Schluck Kaffee. Und dann fangen wir auch gleich an mit Band Nummer 1. Das wäre dieser hier. Erschienen Casino Royale. Der erste Band, den Ian Fleming damals geschrieben hat. Und es ist ein wunderbar gezeichnetes, gemaltes Cover. Tatsächlich wie so ein altes Kinoplakat aus den 50er, 60er oder 70er Jahren, als da wirklich noch Künstler rangesetzt wurden, zu denen gesagt wurde, Mensch, jetzt entwirf uns doch mal ein schönes Cover. Und hier sehen wir das Casino Royale, Ian Fleming, unten die Nummer 007. Die Seite hatten wir uns eben schon angeguckt, können wir nochmal eben kurz machen. Er den scharf stellt. Ja, so sieht es, wie gesagt, von der Seite aus. Und von hinten haben wir dann die Inhaltsangabe. Und tatsächlich steht ja da oben dann auch, können wir uns nochmal so anschauen, erstmals in ungekürzter und originalgetreuer Übersetzung, was man übrigens auch an den Büchern anmerkt. Also da ist nichts gekürzt. Früher wurde vieles weggekürzt. Das ist heute nicht mehr der Fall in dieser Edition, da ist wirklich alles drin, wenn ein Kartenspiel da oder eine Pokerrunde da über wirklich 10 geschriebene Romanseiten geht, dann wurde es vermutlich früher ordentlich weggekürzt, weil man das dem Leser nicht zumuten wollte. Heute ist hier alles enthalten und die Romane weichen natürlich groß von den Filmen ab. Ja? Man darf nicht vergessen, die Romane wurden in den 50er und 60er Jahren geschrieben, also wenn wir jetzt hier einmal reingucken, so sieht das praktisch aus. Und dann haben wir hier 1953. Wir haben immer Inhalte und dann geht das praktisch los. Und nochmal die Biografie von Ian Fleming. Ein wirklich tolles Buch, Casino Royale, ein toller Einstieg. Aber wie gesagt, komplett anders als der Film. Also man muss sich einfach in seinen Gedanken, wenn man Bond-Fan ist, der Filme lösen. Und diesen Roman eine Chance geben, dass die halt komplett anders sind. Natürlich darauf zurückzuführen, auf die Jahrzehnte, in denen das geschrieben wurde, aber auch darauf zurückzuführen, dass für Filme natürlich Drehbücher immer nochmal dramaturgisch angepasst und umgeschrieben werden. Das war Band 1, Casino Royale, eins meiner Lieblingsbücher aus der Bond-Reihe. Dann kam Band Nummer 2, Leben und Sterben lassen, im Original Live and Let Die. Und auch da sehen wir wieder das gezeichnete und illustrierte Cover, Leben und Sterben lassen, was sich so ein bisschen auf dem Körper der Frau abhebt. Dann wieder der Autorname. Auch dieses Buch komplett anders als der Film. Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Die Geschichte um Mr. Big und Kananga, Solitär, ganz klasse. Bond unternimmt da einen Tauchgang am Ende des Buches, muss da Gefahren unter Wasser bestehen. Es ist wirklich, ja, wirklich unglaublich abenteuerlich, was in diesen Büchern alles passiert mit James Bond.
Und jedem sei das einfach mal ans Herz gelegt, sich die Romane auch mal zur Verfügung zu stellen, sich die Romane einfach mal zu lesen, wollte ich sagen. Ja, was denn sonst? Das sind ja keine Filme. So, dann haben wir Band Nummer 3, Moonraker. Ja, ein Moonraker kennt ihr als Film. So sieht es von der Seite, hatten wir uns die ja immer angeguckt, einmal kurz. Ja, Moonraker, seht ihr auch schon. Diese Knicke hier, die im Falz, gefalzt hier. Natürlich dadurch, dass ich das Buch schon zweimal gelesen habe. Und auch hier sehen wir wieder eine Frau und auf dem Rücken sehen wir den Schriftzug Moonraker, Ian Fleming, und die Frau schaut uns aus einem Spiegel entgegen. Auch wieder ein wunderschönes Cover. Also wenn man die Bücher auch so mit dem Cover nach vorne ins Regal stellt und einfach mal präsentiert in der Sammlung, das macht immer was her. Und da gucken die Leute richtig hin, ne? Moonraker komplett anders als der Film. Wir kennen den Film als übertriebenes Bond-Abenteuer mit einer Menge Gimmicks, mit viel Humor. Hier ist sehr, sehr viel mehr Realismus auch drin in dem Film, in dem Buch. Und man darf ja auch nicht vergessen, das Buch ist von 1955 und das ist geteilt tatsächlich in Teil 1. Das spielt Montag, Teil 2, Dienstag, Mittwoch und Teil 3, Donnerstag und Freitag. Also wieder ein ganz tolles Buch. Und wie gesagt, gerade bei dem Buch muss man sich ablösen von den Erwartungshaltungen, die man aufgrund des Films Moonraker natürlich hat. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Es ist alles etwas kleiner gehalten, aber sehr viel realistischer. Und auch hier kommt wieder ein Spiel Hugo Drax gegen Bond am Spieltisch vor, über bestimmt 10, 12, 15 Seiten hinweggezogen. Und da muss man wirklich ja auch bei der Sache bleiben in dem Roman. Ja? Das ist nicht so ein Unterhaltungsroman, den man mal eben so wegliest, sondern man muss schon auch ein bisschen mitdenken. Dann haben wir als vierten Band Diamantenfieber. Diamantenfieber mit der weiblichen... Ach komm, stell scharf. Stell scharf. Er will nicht. Dann stellen wir ihn hin. Diamantenfieber. Ian Fleming. Und da seht ihr auch wieder Diamantenfieber, der Schriftzug. Im Übrigen sind es auch immer andere Schriftarten, die da verwendet werden. Es ist also niemals das Gleiche. Auch wieder auf dem Rücken der Frau. Vielleicht zeigt er uns jetzt ja nochmal die Seite. Irgendwie. Ja. Nicht? Ist zu dick, ne? Und so sieht dann die Rückseite wieder aus. Jetzt Tiffany Case, auch Diamantenfieber, wieder komplett anders als der Film. Und das ist auch ein richtig dicker Wälzer hier, also das seht ihr schon, ne? Auch das kann ich euch nur empfehlen. Wie viele Seiten hat denn der hier? Oh, 330 Seiten. Dann kommen wir zu Band Nummer 5. Und Band Nummer 5, da hat ja John F. Kennedy gesagt, das ist einer seiner absoluten Lieblingsromane. Liebesgrüße aus Moskau. Ja, jetzt schaltet er mal ein bisschen scharf hier, wenn ich euch die Seite zeige. Und auch da sehen wir wieder dieses wunderbar gezeichnete Cover. Ein wenig orientalisch, weil das ja auch so ein bisschen da spielt, der Roman. Wie gesagt, John F. Kennedy hat damals gesagt, das ist einer seiner absoluten Lieblingsromane. Und dann ging es ja auch mit Bond durch die Decke. Naja, bei so einer Empfehlung von so einer bekannten Person hinten drauf haben wir es. Und hier haben wir dann auch nochmal neu übersetzt, erstmals ungekürzt und in optisch sehr hübsche Taschenbücher verpackt. Kurzweilige, spannende und genüssliche Lektüre für kalte Winterabende. Und da muss ich einfach recht geben. Das ist so, die lese ich immer wieder gerne. Was aber natürlich ganz, ganz wichtig ist, oh guck, hier seht ihr auch Liebesgrüße aus Moskau, Inhalt Teil 1, der Plan Teil 2, die Ausführung und Teil 3. Ach nee, Teil 3 gibt's nicht. Die Ausführung und der Plan, okay. Wie gesagt, auch hierbei müsst ihr euch wahrscheinlich am allerwenigsten von den Filmen loslösen, weil der Film und das Buch sind schon sehr, sehr stark miteinander verwoben. Also Liebesgrüße aus Moskau ist da wirklich der Film, der den Roman am nächsten kommt, wie ich finde. Dann haben wir als sechsten Band Dr. No, und das ist natürlich die Überraschung, der wurde hinterher geschrieben. Der wurde nach Liebesgrüße aus Moskau geschrieben. Damals, also als Film war es ja genau umgekehrt. Als Film war es ja tatsächlich so, dass zuerst Dr. No erschienen ist und ein Jahr später Liebesgrüße aus Moskau.
Und bei den Romanen war es halt so, dass Dr. No nach Liebesgrüße aus Moskau geschrieben wurde. Und hier seht ihr schon auch so ein bisschen an den Film natürlich angelehnt, das Messer im Gürtel bei der Dame auf dem Cover. Wie gesagt, wieder wunderschön illustriert. Und ihr seht auch Dr. No. Ne? Das heißt nicht James Bond jagt Dr. No, sondern das Buch heißt tatsächlich Dr. No. Die Rückseite wieder mit der Inhaltsangabe. Und dann ist immer noch ein kleines Zitat von jemandem dabei, der die Bücher gelesen hat aus irgendwelchen Zeitungen von Journalisten. Ohne Zweifel, diese Buchreihe gehört zu den großartigsten Veröffentlichungen der letzten Jahre. So, James Bond jagt Dr. No ist aus dem Jahre 58, da wurde er geschrieben und auch der hat 350, 360 Seiten, also auch ein ziemlich dicker Wälzer und den fand ich auch sehr gut. Ich finde im Übrigen alle Bücher gut, weil sie halt so anders sind als die Filme und irgendwie viel näher an der Realität auch, aber trotzdem dieses James-Bond-Feeling aufkommen lassen. Dann kommen wir zu Band Nummer 7. Das ist Goldfinger und das war ja der dritte Bond-Film 1964. Na, 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 na. Ja, gut, okay. Da sehen wir dann die Seite einer Frau, Goldfinger, so ein bisschen in ja, verspielter Schrift, so ein bisschen nicht so gerade Buchstaben wie eben bei Diamantenfieber zum Beispiel oder Liebesgrüße aus Moskau, sondern tatsächlich so ein bisschen, ja, als hätte jemand so ein kleines Graffiti da angebracht. Aber auch wieder ein grenzgeniales Cover. Und die Rückseite, wie gesagt, Inhaltsangabe. Hier kommt im Übrigen ein langes Golfspiel vor. Das geht auch über mehrere Seiten. Können wir mal reingucken wieder in das Buch. Von 1959 geschrieben. Und dann haben wir tatsächlich Oddjob, ja, der spielt da auch mit. Also auch Goldfinger, komplett losgelöst von dem Film, müsst ihr dieses Buch lesen. Habt nicht den Film im Kopf. Das kann ich euch nur als Rat geben, wenn ihr an die Bücher von Bond rangeht. Dann kommen wir zur Nummer 8. Und mit Nummer 8 haben wir etwas Besonderes. Da haben wir nämlich keinen durchgehenden Roman, sondern Nummer 8 in tödlicher Mission ist tatsächlich der erste Kurzgeschichtenband. Wie kriegen wir denn das jetzt mal hier? Scharf. Man muss nur ein bisschen Geduld scheinbar haben, ne? In tödlicher Mission. Ja, Ian Fleming. Auch hier wieder in schnörkeliger, fast Handschrift in tödlicher Mission geschriebene Titel. Ian Fleming 007. Auf der Rückseite haben wir dann wieder die Inhaltsgabe. Da geht es dann halt um, ja, wie gesagt, Kurzgeschichten. Der Band enthält 5 Kurzgeschichten, steht da, im Angesicht des Todes, in tödlicher Mission, ein Quantum Trost, Risiko und die Hildebrand-Rarität. So, und so sieht das Ganze von innen aus und da gibt es dann tatsächlich auch noch eine Inhaltsangabe im Angesicht des Todes. From a view with a kill, for your eyes only, Quantum of Solace, Risiko, Hildebrand-Rarity. Das wäre Band Nummer 8, Kurzgeschichten, auch mal was komplett anderes, dass man nicht so lange in einer Geschichte verweilt, sondern dass man über 100, 150 Seiten oder auch mal weniger Bond folgt in kurzen, knappen Abenteuer, sei es jetzt eine Observation oder eine Verfolgung, es ist immer spannend dabei und abwechslungsreich. Kommen wir zu Band Nummer 9, Band Nummer 9 ist Feuerball und Feuerball war der vierte Bond-Film damals. Und hier sehen wir es natürlich auch wieder so ein bisschen eine Symbiose aus Film und Roman. Eine Frau im Taucheranzug, Feuerball, was so ein bisschen der Schriftzug verschwimmt auf ihrem Badeanzug, als wenn sie unter Wasser ist, Ian Fleming. Feuerball seht ihr schon recht spät gekommen in der Romanreihe, recht früh in der Filmreihe. Das hatte aber damals auch ein bisschen rechtliche Hintergründe. Darüber könnt ihr euch ja mal informieren, das ist ein bisschen ausschweifender, ich habe mich darüber schon mal informiert, aber das alles jetzt hier zu erklären, ja, das wäre ein bisschen viel. Und das ist ein richtiger Wälzer. Ich glaube, das ist zusammen mit Im Geheimdienst Ihrer Majestät der dickste Bond-Roman, Thunderball aus dem Jahr 1961. Und tatsächlich hat der dann, boah, so 370 Seiten. Dann kommen wir zu Band 10 und Band 10 ist eine riesige Ausnahme in der Romanserie von
Ian Fleming bei James Bond, denn der ist tatsächlich in der Ich-Form erzählt und aus Sicht der Frau, also nicht aus Sicht von Bond. Und Bond taucht auch relativ spät auf. Und das Buch, Der Spion, der mich liebte, es klappt einfach nichts hier mit dem Scharfstellen, ne? So sieht's von vorne aus. Der Spion, der mich liebte, in Herzform auf dem Rücken, auf diesem Kleid, wo der Träger so ein bisschen neckisch runtergerutscht ist, Ian Fleming. Ja, dieses Buch, der Roman hat mit dem Film überhaupt nichts zu tun. Also es dreht sich überhaupt nicht um irgendwelche Atom-U-Boote, Atomraketen, Stromberg, sondern es ist eine komplett andere Handlung und da wurde tatsächlich damals nur der Titel für den Film übernommen. Ja, Vivien Michel mit Michelle oder Vivien Michel ist in Schwierigkeiten auf der Flucht vor der Polizei, landet sie in einem Autohof und wird davon von Killern irgendwie gefangen gehalten und Bond kommt dann sie zu retten. Also es hat überhaupt nichts zu tun mit dem Film, was ich ja eben schon sagte, aus dem Jahr 1962. Nummer 10. Jetzt kommen wir zu Nummer 11 und das ist nicht nur einer meiner liebsten Bond-Filme, sondern auch einer meiner liebsten Bond-Romane, weil er so komplex ist und weil er ja einfach Bond auch viel tiefgründiger noch zeigt als alle anderen Romane. Jetzt müssen wir mal gucken, dass da nichts einknickt da hinten. Ich versuch's nochmal wieder mit der Seite. Ah ja, habe ich einen richtigen Winkel, ja? Im Geheimdienst Ihrer Majestät. Und das ist doch auch mal ein Cover, oder? Das ist doch wirklich ein toll illustriertes Cover im Geheimdienst Ihrer Majestät. So ein bisschen verspielt, verschnörkelt die Schrift. Ja, da blitzt einem ja fast Romantik entgegen in diesem James-Bond-Abenteuer. So sieht wieder die Rückseite aus. Da haben wir dann wieder die Beschreibung. Und ja, ein Wälzer. Ja, wieder so um die 370 Seiten im Geheimdienst Ihrer Majestät. Das wäre Band 11. Ein Schluck Kaffee, langsam trocknet mir der Mund aus. Kommen wir nun zu Band 12. Und ihr seht schon, Band 12 ist, man lebt nur zweimal. Stellt's jetzt scharf oder nicht? Ja, wie auf Befehl. Man lebt nur zweimal. Und viele. Ja, sagen ja immer, bei den Filmen ist es ganz merkwürdig, dass Blofeld Bond nicht wiedererkennt in den Filmen im Geheimdienst ihrer Majestät, weil Blofeld Bond ja schon in Man lebt nur zweimal kennengelernt hat im Vulkan. Ja, aber hier wird natürlich ein Schuh draus. Im Geheimdienst ihrer Majestät war das Buch vor Man lebt nur zweimal. Also in den Büchern kannten Bond und Blofeld sich im Geheimdienst ihrer Majestät noch nicht, sondern erst später. Diesen Fehler hätte man natürlich beim Erstellen des Drehbuchs ausmerzen müssen. Irgendwie. Aber wahrscheinlich dachte man, wir halten die Spannung dann doch ein bisschen höher, wenn Blofeld und Bond sich nicht kennen oder so tun, als kennen sie sich nicht oder was auch immer. Ne? Ja, man lebt nur zweimal, wieder ein super Cover. Hinten drauf haben wir dann wieder die Inhaltsangabe. Es gibt da das Schloss des Todes mit irgendwelchen Giftpflanzen von Blofeld. Super, super, eine super Stimmung, eine super Atmosphäre in diesem Roman. Und teilweise haben die Romane tatsächlich noch mehr, von 1964 übrigens, der Roman. Teilweise haben die Romane dann tatsächlich noch mehr wunderliche, kuriose Einfälle, was das Abenteuer angeht, als die Filme. Der nächste Band, Nummer 13, hat auch nicht so wirklich viel mit dem Film zu tun. Das ist Der Mann mit dem goldenen Colt. Und wie ihr aus meinen Reviews von den Filmen wisst, wenn ihr sie denn geguckt habt, Der Mann mit dem goldenen Colt ist nicht einer meiner liebsten Bond-Filme. Das Buch ist nicht eins meiner liebsten Bond-Bücher. Aber auch hier wieder ein wunderschönes Cover mit dieser Frau, die vorne in diesen Druckbuchstaben der Mann mit dem goldenen Colt mit den Einschusslöchern in den Buchstaben hat, dann Ian Fleming. Ja, hier ist auch das komplette Buch, der komplette Roman und der Inhalt des Buches anders als im Film. Hier geht es tatsächlich nur um einen kleinen Killer. Ja, also es ist der gefährlichste Auftragskiller der Welt, soll zur Strecke gebracht werden von Bond und der heißt hier Paco Pistol Scaramanga. Und das Ganze ist natürlich nochmal
Absolut anders als im Film. Lang nicht so groß aufgebauscht. Ja, das spielt dann irgendwie in der schwülen Hitze Jamaikas. Und Bond soll die Vereinigung des Killers irgendwie infiltrieren. Also ganz anders. Man muss die Bond-Bücher, und das kann ich euch nur sagen, lest die Bond-Bücher wirklich. Ihr werdet so viele neue Facetten auch erkennen in der großen Welt des James Bond. Und immer wieder aber auch Reminiszenzen an die Filme, also Querverweise, was ihr dann aus den Filmen vielleicht schon kennt. Und sehr, sehr interessant. Von den Figuren her. Ihr werdet neue Charakterzüge bei Bond erkennen. Und vielleicht werdet ihr dann, wenn ihr die Romane vorher noch nicht gelesen habt, auch ein anderes Bild, zum Beispiel in eurem Darsteller-Ranking, James Bond Darsteller-Ranking, bekommen. Welcher Bond kommt denn nun dem Bond aus den Romanen am nächsten? Ja. Und dann gab es noch den letzten Band, was allerdings auch wieder kein kompletter Roman war, Octopussy. Und selbst der Film Octopussy basiert ja auf zwei Kurzgeschichten von Ian Fleming. Und die sind hier halt drin. Da sehen wir das Cover. Und ist das nicht klasse? Guckt euch mal Octo und dann Pussy an. Pussy, wo diese Greifarme so nach unten weggehen, diese schwarzen von dem Oktopus. Ja, Ian Fleming, die Frau, guckt uns gefährlich an. Hinten drauf wieder eine kleine Inhaltsangabe. Da geht es dann wirklich wieder um Kurzgeschichten innen drin und Octopussy enthält die Kurzgeschichten. Ja, Octopussy, der Besitz einer Dame, Property of a Lady, der Hauch des Todes, The Living Daylights und 007 in New York. 007 in New York, das finde ich auch klasse. Da sollten sie mal einen Bond-Film drehen. 007 in New York. Da hört sich irgendwie an wie Benjamin Blümchen als Schornsteinfeger. So Leute, ich habe euch diese super, super Roman-Edition sämtlicher Bond-Romane von Ian Fleming vorgestellt. Wie gesagt, diese Bände wurden irgendwann dann fortgesetzt von verschiedenen anderen Schriftstellern. Da habe ich auch noch ein paar drin, aber die unterscheiden sich optisch nochmal. Die von Ian Fleming sehen alle so aus im Regal. Und wenn ihr Buchsammler seid, Liebhaber, Filmsammler, ja, mein Gott, was spricht denn dagegen? Einfach mal zu sagen, heute stelle ich die Bücher mal so auf, denn heute kommt Tante Käthe zu Besuch und die soll mal sehen, was für eine coole Buchsammlung von James Bond ich habe. So Leute, und wenn euch mein Video gefallen hat und mein Kaffee ist jetzt leer, das ist immer ein Anzeichen dafür, ja, dass sich das Video eigentlich dem Ende nähert, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und wie gesagt, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Ich sag alles Gute für euch, haltet die Ohren steif, passt auf euch auf und wir sehen oder hören uns im nächsten Video wieder, euer Sashi. Tschüss!